sind in einem Betrieb aus Neulingersiel, Ostfriesland, wenn einem das was sagt. Und wir wirtschaften Getreide, Ackerbau, natürlich auch Ölsaaten, hatten ehemalig Schweinehaltung und bauen jetzt Pilze an für die Schweinehaltung. Die Schweinehaltung haben wir aufgegeben nach einer Futtermittelvergiftung. Die Pilze wachsen im ehemaligen Schweinestall. Den haben wir umgebaut, erst ganz, ja, ganz einfach, nicht groß viel Geld reingesteckt, sondern man muss hier den Markt erstmal kennenlernen. Sowas kannte man als Landwirt, oder man kennt es als Landwirt gar nicht, sein Produkt zu verkaufen. Man hat Abnehmer, die Abnehmer sind da, die sagen, okay, Liefermann, wir diktieren euch einen Preis vor. Jetzt ist man genau andersrum, man muss selber den Markt aufbauen. Man geht raus, man stellt das Produkt vor, man muss es gut bewerben, man muss sagen, das und das muss ich dafür haben. Und man muss den Kunden dafür überzeugen, dass er das auch haben will. Und das kannte man als Landwirt nicht. Wir haben sehr gute Resonanz mit den Kunden. Die sind total interessiert. Wir nehmen auch Substratballen mit und stellen die auf dem Markt aus. Dann können sich die Leute auch mal vor Ort das angucken, worauf wächst der Pilz. Oftmals machen sie den Ball noch auf, gucken sich das an, wie sieht das von innen aus und sind auch viel interessiert, sich den Pilzbau anzugucken. Da haben wir auch konstant Leute, die immer kommen und sich das angucken. Also es wird doch deutlich besser angenommen und angesehen, der Pilzbau wie die Schweinehaltung. Wir leben also insgesamt besser jetzt mit der Pilzehaltung wie mit der Schweinehaltung. Nach dem Unfall mussten wir die Schweinehaltung ja sowieso aufgeben. Da hatten wir das Kapital nicht mehr, die Schweinehaltung zu halten oder neu anzufangen. Und der Pilzbau ist einfacher anzufangen. Ja, wir hören alles. Nein, aber wir sagen Pilzanbauer. Wir sind reiner Pilzanbauer, nicht Züchter oder so. Der Züchter kaufen wir es ja ein. Also wir sind, wie sagen wir so schön, es gibt den Saunhalter und den Mester. Und wir sind quasi in dem Richtung den Mester. Wir sind der Pilzbauer und der Saunhalter ist der Pilzzüchter. Und wir kaufen die Zuchtpilze quasi ein.